Hey, willkommen zurück. Heute mit der Frage, was kannst du tun, wenn sie sich nicht mehr meldet, nicht mehr zurückschreibt? Also, ich habe von euch die Frage bekommen, was kann ich tun, Tim, wenn sie sich nicht mehr meldet, wenn sie nicht mehr zurückschreibt? Und das ist natürlich eine Situation, in die keiner von uns gerne kommen will. Du hast eine Frau im Club kennengelernt, nehmen wir mal an, und hast mit ihr Nummern getauscht, ihr habt euch gut verstanden, ihr schreibt ein bisschen, aber irgendwann kommt nichts mehr von ihr zurück. Und jetzt die Frage, was kannst du da tun? Und bevor ich gleich auf die Frage eingehe, was kannst du tun, will ich erst auf die noch wichtigere Frage eingehen, was hättest du tun können, um das zu verhindern? Denn das ist das, was dir in Zukunft dabei helfen wird, nicht mehr in dieses Problem zu geraten. Denn wie wir danach sehen werden, sind deine Möglichkeiten, wenn du einmal das Problem hast, doch relativ begrenzt. Was kannst du also tun, um überhaupt nicht in diese Situation zu kommen und auch in Zukunft nicht mehr in diese Situation zu kommen? Schauen wir uns das Beispiel mal an. Du hast die Frau im Club kennengelernt, hast ein bisschen mit ihr geflirtet, hast die Nummer mit ihr getauscht, hast dann ein bisschen mit ihr geschrieben, aber irgendwie meldet sie sich nicht mehr. Was du jetzt zuallererst verstehen musst, ist, dass du die Zeit, die du mit der Frau hast, die wirkliche Realzeit, die du mit der Frau hast, so optimal nutzen solltest, wie du kannst. Das heißt, alles, was nach dem eigentlichen Kennenlernen, dem eigentlichen Face-to-Face-Kennenlernen passiert, hilft dir nicht mehr besonders viel. Wenn ihr euch nicht besonders gut kennt, nicht durch einen Freundeskreis verbunden seid oder etc., dann kann es schnell sein, dass in diesem Schreiben das Ganze abbricht. Was du also schnellstmöglichst tun solltest, wenn du eine Frau kennenlernst und gerade im Club, und da kommen wir gleich nochmal drauf, ist, dass du auf jeden Fall A, so viel Zeit wie möglich vor Ort mit ihr verbringst, wie du mit ihr verbringen kannst, gerade im Club, aber dann auch B, am besten sofort ein Treffen ausmachst oder sofort ein Treffen ausmachst, wenn ihr anfangt miteinander zu schreiben. Und ich kenne viele Männer, die, weil sie nicht genau wissen, wie sie es machen sollen, erst ewig mit der Frau schreiben und dann oft die Erfahrung machen, und da reden wir ja gerade darüber, dass die Frau sich nicht mehr zurückmeldet. Und gerade der Club, da ist es nochmal wichtiger, dass du so viel Zeit wie möglich mit ihr vor Ort verbringst, denn, und da haben wir schon mal in vergangenen Videos drüber geredet, der Club ist eine sehr wilde Situation, eine sehr, ja, das ist viele Einflüsse, da die Frau erlebt viel an dem Abend, ist wahrscheinlich noch betrunken, und dass sie dich kennengelernt hat, das fällt eben so ein bisschen zur Seite ab. Sie wird an dem Abend wahrscheinlich von mehreren Typen angesprochen, denn im Club wird man als Frau tendenziell von Typen angesprochen. Sie wird ein bisschen flirten im Club, sie wird viel erleben, viele Einflüsse und wird vergessen, dass sie dich kennengelernt hat. Das heißt, wenn du eine Frau beispielsweise im Club kennenlernst, dann schau, dass du wirklich an diesem Abend viel Zeit mit ihr verbringst. Schau, dass du optimalerweise mit ihr noch danach was essen gehst, was Kleines, oder direkt sie mit nach Hause nimmst. All das hilft dir nur nach hinten raus. Naja, so viel Zeit wie möglich verbringen, und wenn das nicht funktioniert, also beziehungsweise wenn dann nichts weiterführendes wie Essen oder mit nach Hause nehmen funktioniert, dann mach wenigstens direkt mit ihr ein Treffen aus für beispielsweise den nächsten Tag. Und hier gilt auch, je weniger Zeit dazwischen liegt, desto besser. Und ich kenne diesen Drang, gerade von Leuten, die anfangen, weil ich es von mir selbst kenne, dass du, wenn du die Nummer bekommen hast, gefühlt so schnell wie möglich aus dem Gespräch raus willst. Ich kenne das von mir, von früher. Ich habe rein ins Gespräch, Nummer holen war das Ziel und schnell wieder raus, weil ich nicht so genau wusste, oh Gott, worüber soll ich denn reden und was soll ich überhaupt machen? Und ich kann das voll nachvollziehen, das ist am Anfang eben so, aber ich kann dir nur empfehlen, wenn du die besten Ergebnisse haben willst, wenn du willst, dass es funktioniert, dann bleib so lange, wie du kannst im Gespräch. Mach das Gespräch so lange wie möglich, Stichwort sofort Date, Stichwort sofort mit ihr was machen, jetzt reden wir vom Tag, sofort mit ihr was machen, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du sie nochmal wieder siehst. Dieses längere Schreiben, längere Hin- und Herschreiben, das kannst du machen, aber nur in der Situation, dass diese Frau Teil eines sozialen Zirkels ist, in dem du sie wieder siehst. Ne? Beispielsweise dein Freundeskreis, der Yogakurs oder dein Fitnesscenter, wo du so ein bisschen vielleicht dir einen Social Circle aufgebaut hast. Wenn das der Fall ist, dann kannst du das Ganze langsamer angehen lassen und dann kannst du länger mit ihr schreiben, und das wird dich nicht, benachteiligen, wird dich nicht, deine Chancen nicht kaputt machen. Aber wenn du die Frau wirklich im Alltag oder im Club kennengelernt hast und du hast keine weitere Verbindung mit dieser Frau, dann solltest du von vornherein so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich handeln und bitte nicht lange rumschreiben. Ich habe dir schon mal erklärt, was ich normalerweise mache, ist, dass ich vielleicht ein, zwei Textwechsel habe, bevor ich dann sage, hey und hier treffen. Oder ich habe das Treffen schon vorher mit dir abgemacht. Was ich eigentlich immer mache, ist, dass ich
wenn ich mit denen die Nummern tausche, ihr sage, dass ich sie treffen will oder ob sie Bock hat, sich mal zu treffen. Ne, damit sie direkt weiß, darauf läuft es hinaus und ich da an der Stelle keine Zeit verschwenden muss. Das ist also das Wichtigste, was du tun kannst, um diesem ganzen Problem, dass sie meldet sich nicht mehr, vorzubeugen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was ist denn jetzt, wenn sie sich eben nicht mehr meldet? Und wir nehmen das Beispiel von eben, du hast sie im Club kennengelernt, ihr habt euch unterhalten, war ganz cool, Nummern tauschen. Jetzt habt ihr ein bisschen geschrieben, aber sie meldet sich nicht mehr. Was kannst du jetzt tun? Und wie ich bereits eben gesagt habe, deine Möglichkeiten sind hier etwas begrenzt. Denn du kannst nur dann etwas tun, wenn du einen Einfluss auf die Person haben kannst. Und einen Einfluss auf die Person kannst du nicht nur haben, wenn du sie live siehst, aber dein Einfluss auf die Person ist deutlich größer, wenn du diese Person live siehst. Und natürlich nochmal deutlich größer, wenn diese Person dich bereits kennt und dir auch vertraut. Und all das wird besser, wenn du die Sache, über die wir eben geredet haben, im Vorhinein schon gut machst. Das heißt, der Einfluss, den du hast über Schreiben, ist sehr gering und das ist hier das Problem. Wenn sie jetzt nicht mehr schreibt, sich nicht mehr meldet, dann würde ich Folgendes machen. Zuerst würde ich sie gedanklich schon mal abschreiben. Das ist manchmal hart, aber das musst du tun für dich selber. Schreib sie gedanklich ab, leg sie quasi gedanklich zur Seite im Sinne von, okay, die Sache mit ihr hat sich erledigt, was in den meisten Fällen wahrscheinlich so sein wird. Und lerne neue Frauen kennen. Das ist das Wichtigste. Bitte mach nicht den Fehler, wie ganz viele Männer den machen, von dem Punkt an sich richtig hart in die Sache reinzuhängen, ohne andere Frauen kennenzulernen, im Glauben, dass das was werden könnte. Es kann was werden, aber es ist nicht so wahrscheinlich und deine Energie ist besser da rein investiert, auch neue Frauen kennenzulernen. Du kannst das Ganze also wie so eine Art Nebenprojekt sehen, so da kümmere ich mich auch drum, aber eher nebenbei. So, lernst also neue Frauen kennen. Und was ich dann normalerweise machen würde, in der Situation, die ich dir jetzt gerade beschrieben habe, ne, Club, bla bla bla, ich würde der Frau ungefähr eine Woche später nochmal schreiben, nochmal aufs Treffen ansprechen. Und wenn dann am nächsten Tag zum Beispiel dir nichts gekommen ist, kannst du, musst du nicht, kannst du eine, wie ich das nenne, finale Message schreiben. In einer finalen Message sage ich einfach ganz klar, was Sache ist und frage nach einer ganz klaren Position im Sinne von, hey, pass auf, du kannst mir gerne einfach schreiben, wenn du keine Lust hast, dich zu treffen. Ich würde dich gerne mal wiedersehen, fand das mal ein cooler Abend, wo wir uns getroffen haben, bla bla bla. Gib mir einfach eine klare Antwort. Also du willst dir in dieser Nachricht klar machen, es ist nicht schlimm, wenn du Nein sagst, aber ich brauche eine Antwort von dir. Ich möchte gerne eine Antwort von dir. So sollte die Nachricht strukturell aussehen. Was dann in, ich sag mal, 80% oder 90% der Fälle passiert, ist, dass sie halt dir schreibt Nein und dann kannst du sie halt komplett abhaken. Was aber manchmal passieren kann, ist, dass es irgendeinen anderen Grund gab, warum sie sich zurückgemeldet hat, und dass du durch diese Nachricht diesen Grund aufklären kannst. Ist wie gesagt nicht so häufig der Fall, kann aber passieren. Und dafür ist diese Nachricht hilfreich. Es kann auch sein, dass wenn du dich nach einer Woche meldest und nochmal ein Treffen vorschlägst, sie dann auf das Treffen eingeht. Das ist auch schon passiert, aber wie bereits gesagt, das sind die kleineren Wahrscheinlichkeiten. Wir reden hier von so 90-10, 80-20, 80-20, wenn du glücklich bist, wenn du lucky bist, nicht wenn du glücklich bist, wenn du Glück hast, genau. Deswegen ist es so wichtig, dass du von vornherein die Sachen richtig machst. Darüber haben wir gesprochen. Schön, dass du dabei warst. Hier links oben kannst du den Channel abonnieren, auch die Glocke drücken. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coachingplatz im nächsten Jahr bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu weiteren Videos mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.